zu einer weiteren Folge Skyblock Together. Alleinig, wie so oft, mit diesem kleinen Schweinchen. Und dem kleinen Hase, der irgendwie verschwunden ist. Aber mit diesem kleinen Schweinchen, hi. Wir laufen jetzt im F1-Modus rum und versuchen mal das Schwert auszuwählen, weil dort Monster sind. So viel dazu. Mach euch alle nieder! Alle nieder! Is! Die darf mich nicht hitten. Das bin ich schlecht. Ja, geil, das hat mich nicht gehittet. Ich bin übelst motiviert aufzunehmen und deswegen gehen wir mal zügig an das Werk. Gerade wieder Geduld. Zack. Inimit. Das ist übel. Ich bin jetzt, habe jetzt gerade einen Kopiervorgang am Laufen, weil ich die Folgen auf dem Server und dort schneiden möchte und einfach die 18-fache Leistung habe. Da ist ein dicker Serverprozessor drin. Mit dem das einfach zügiger geht. Wobei die Frage ist, ja, ich habe eine Grafikkarte und der Server hat nur eine kleine Grafikkarte. Wir würden inzwischen eine reingepackt haben, weil wir eben dort oft Filme schneiden und wir die kostenlos gekriegt haben, obwohl die 300 Euro kostet, aber scheiß drauf. und ja, haben wir jetzt einfach drin. Ja, das ist, die hatte ich früher mal, also wenn ihr noch die ganz, ganz alten Videos mal anschauen solltet. Also jetzt nicht von einem Skyblock, sondern wirklich von Singleplayer, wo ich dann echt mit niedrigen Texture Pack gespielt habe und so. Ich habe ja inzwischen einen neuen PC und ja, musste meinen Vater überreden, dass wir einen neuen kaufen. Weil ich meine, der alte war jetzt 27 Jahre alt. Wer hat so einen alten PC? Ich meine, gut. Ja. Sehr alt. So extremst alt, dass älter als mein... Nee. Ja, okay. Aber wir hatten zuerst eine ziemlich lahme CPU drin, weil ich mache immer so das Konzept, beziehungsweise ich und mein Vater haben natürlich zusammen rausgesucht, dadurch, dass wir so eine technikvergaste Familie sind. Mache ich jetzt am besten... Okay, nein, zack. Haben wir zusammen rausgesucht und dann haben wir ein ziemlich dickes Board genommen. Also ich war überrascht, dass es einfach nur halb so groß ist wie mein altes Board vom alten PC. Aber das ist halt, ja, 11 Jahre älter. Und bei meinem alten Board war es auch so, da hatten wir mein alter PC, der war, wo ich das jetzt mache? So. Korrekt. Mein alter PC, der hatte zuerst eben ein gutes Board, aber eine etwas schlechte CPU. Das war schon eine kräftige CPU, aber sie war halt nicht so gut, wie man es halt so kennt. Und hier oben gibt es hier so ein. Und hier ist das. Muss ich ganz kurz überlegen, was ich noch machen muss. Ich brauche mehr Steinziegel. Und ups. Und da haben wir eben dann, aber da konnten wir dann noch die CPU aufrüsten und das selber habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe ein dickes Board, das ist so das ist zwar nicht der neueste Sockel, aber ein Sockel, der oft benutzt wird, beziehungsweise mein Vater benutzt den oft, weil für Industrieboards ist genau der Sockel, das ist glaube ich der 1150 Sockel und in Industrieboards passt der rein und es würde auch die nächsten Jahre, es gibt zwar inzwischen eine neue Generation, aber ups, die neue Generation gibt es eben, für die Industrieboards gibt es eben noch keine neue Generation, ich glaube das reicht jetzt langsam, sonst werde ich noch, oh ich habe Minusgeld, cool. Egal. So viel dazu. Und, aber das ist eben für meinen Vater gängiges, gängiger Sockel. Und, deswegen habe ich jetzt erstmal, verdammt, eine niedrige CPU für dieses Board gekauft. Und zwar ein Celeron-Prozessor, 2 Kerne. Also wirklich nicht die stärkste Maschine, aber 12 GB RAM haben wir da drin. Und eine sehr, sehr dicke Grafikkarte. Das muss man der Grafikkarte lassen. Die hat wirklich Power von am Hinern. Und mit den richtigen Einstellungen, um es einfach nur einmal Bro an, klappt das dann auch alles wirklich sehr, sehr flüssig. Ja gut. Zack. Bücherregale. Nennt sich das. Ich glaube, ich mache die doppelt. Das cooler aus. Zack, 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 zack. Ja.
Und dasselbe habe ich jetzt eben auch gemacht. Ich kann bis zu einem i7 aufrüsten, also da ist wirklich noch alles drin. Mein Celeron, das ist das war der stärkste Celeron mit 2,95 GHz, also schon ein bisschen Power. Ich habe jetzt 91% CPU-Auslastung, nehme auf und habe 48 FPS, also ich bin zufrieden. Mehr brauche ich jetzt wirklich nicht. Ich meine, ich könnte auch das 500 Euro Texture Pack nehmen, einen besseren Shader nehmen und so. Aber für was? So extrem dann doch auch wieder nicht. Und ich bin da wirklich begeistert von dem PC. Habe ich jetzt eigentlich Steinziege? Ne, ich habe jetzt keine Steinziege gekauft. So, ich habe bloß, egal, ich mache so. Ich glaube, man kann nur minus 1000 Geld haben oder so. Oder ich, weil ich Owner bin, endlich minus Geld. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, ich habe abgeschaltet, dass man Minusgeld haben kann. Hm, egal. So lange bis es kommt, ich habe nicht mehr genug Money. Jetzt bin ich gleich bei den minus 1000. Jetzt bin ich mit... Okay. Ich sag nichts. Kein Problem. Geh mal zurück zur Insel. Und wenn ich jetzt allerdings bei mir zum Beispiel das Singleplayer spiele, dann habe ich doch etwas weniger FPS. Dann, deswegen habe ich das jetzt auch auf einem Server gemacht, weil im Singleplayer hat man deswegen weniger FPS. Das ist auch mal so ein Tipp. Wobei, darüber mache ich noch ein Video, aber trotzdem jetzt mal so ganz kurz zu erklären, weil dann tut dein PC einen eigenen Server starten. Also es ist wirklich, und nicht irgendwie nur so halb ja virtuell einen Server starten, sondern es startet wirklich einen Server. Kann man auch sehr schön an der Konsole Output lesen. Und ja, so ist das halt. Da startet wirklich ein Server, deswegen ist es viel, viel geschickter auf einem Server zu spielen, weil dann der Server schon mal du nicht am Laufen hast. Sondern eben andere. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal bei mir. Oh. TPS bedeutet Ticks per Second. Das ist jetzt irgendwie voll die Technikfolge. Hat den Server standardmäßig 20 Ticks pro Sekunde. Das sind so, naja, Recheneinheiten, wann halt was passiert. Und, wenn zum Beispiel ein neuer Ding spawnt oder die größer werden oder so ein Shit. Und, wie man sieht, ist es ein bisschen drunter, 0,2 drunter, was eigentlich auch relativ normal ist. Ein 20er kriegt man echt sehr, sehr selten hin. Also sagen wir es so, habe ich nur direkt nach dem Start, weil dann halt den Wert nicht weiß, beziehungsweise ein 20er Wert, 20er TPS hat. Also das ist echt sehr, sehr schwierig. Und dadurch, dass es auch ein Minigame-Server ist mit Milliarden Plugins, wird da die TPS echt schwierig. Der Real-Life-Server zum Beispiel, da sind 3 Plugins drauf, der läuft mit 3 GB, der hier läuft jetzt mit 40 GB. Und er läuft mit 3 GB und hat eine TPS von 19,9, also eine höhere TPS und hat um einiges weniger GB RAM. Ja gut, flieg einfach runter. ich habe jetzt nebenher auch noch einen Kopiervorgang, der mir so 2 FPS ungefähr raubt. Weil dort halt auch Windows verarbeiten muss, was er dann zuschickt. Und das halt auf derselben Platte wie die Aufnahme ist, weil ich jetzt die Aufnahme eben auf Server schieben. Wieso, euch interessiert die ganze Scheiße eigentlich nicht, die ich gelabert habe, oder? Würde ich mal so interessieren. Zum einen, wollt ihr mal ein Video, wo ich euch zeige, wie ihr denn die FPS in Minecraft erhöhen kann, was so die Tricks bei Minecraft sind, damit man das flüssiger spielen kann. Und dann noch, und stört euch das, wenn ich in Let's Play über Technik laber, oder ist es euch egal, oder hört euch das gerne an, oder würde mich jetzt mal ganz interessieren. Ich habe zufällig, ja, ich habe noch Holz. Eigentlich immer so ganz interessant, weil ich will natürlich auch über was labern, was euch interessiert, weil ja, sonst ist es natürlich auch, ich meine, Technik kann ich auch so für mich belassen, damit muss ich euch jetzt nicht zulabern, da habe ich genügend Leute, die das interessiert und ich bin aber oft mit Leuten, über die ich Technik rede, interessieren sich dann auch so relativ dafür. Ich meine, jetzt in diesem Moment kann ich euch ja nicht angucken, leider, und ihr mich nicht, ja. Habe ich überhaupt eine Cam? Doch, ich glaube, die liegt unter dem Tisch. Muss mal nachschauen. Zack. So, dann hätten wir die Küche schon mal Grundgerüst fertig, wobei ich ja bei allem nur das Grundgerüst machen möchte. Richtig geil. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Oh mein Gott, ich habe mich fast runtergebaut. Oh mein Gott! Irgendwie ist meine Stimme ein bisschen, ja, wie soll man sagen, brummig. Habe ich so das Gefühl.
Aber was soll es? Die Sonne geht auf. Jetzt sind wir alle fröhlich. Yay. Alle sind fröhlich. Alle sind fröhlich. Zack, zack. Zack, zack. Auf jeden Fall gute Idee mit den Steinziegeln. Das wäre ich dann. Hier mache ich eben jetzt eine doppelwandige Wand, damit man nicht sieht, dass die Kich eins kleiner ist, die Küche eins kleiner ist. Auf jeden Fall gute Idee mit den Steinziegeln, Björn. Da nochmal danke an dich. Auch danke, dass du immer meine scheiß beschissenen Videos anschaust, die irgendwie Menschen interessieren. Naja, ich betrete diese. Also solange die Insel ihm nicht gehört, ist es ja scheißegal. Ich höre nur irgendwo eine Spinne, die mir ein kleines bisschen Angst macht. Ease. Wobei ich keine AS Admin Z Rage. AS Admin. Ich kann es glaube ich nur 190, geht das? Nein. Ich kann maximal 184 benutzen. Schade, Marmelade. Jetzt bin ich vier Blöcke weiter. Yay! Egal. Gut, so viel dazu. Ja, genau hier. Ja. Wie viel kommt hier jetzt das Wohnzimmer? Richtig geil. Endlich kann ich das Wohnzimmer bauen. Darauf habe ich jetzt wirklich schon alle Folgen lang, und ich habe mal wieder vergessen, den Timer zu stellen, alle Folgen lang gewartet, weil es einfach nur so awesome ist, das Wohnzimmer zu bauen. Weil das wird das Größte, das Imposanteste eigentlich an diesem Haus. Ich meine, es ist sowieso schon imposant, es ist verdammt riesig, und eigentlich bin ich eher so, der im kleinen Stil baut, aber die große Villa macht mir natürlich auch nichts aus. Da habe ich mir jetzt mal so gedacht, benutze ich dieses Projekt, um mal ein dickes Haus zu bauen, weil man beim Skyblock eher so, ja, eben ausbaut. Und zum Beispiel beim Singleplayer, dort soll es ein Hochhaus werden, also nicht so ein riesiges, imposantes Haus, wo du Jahre rumläufst, sondern wo du dann die Stöcke hochlaufen darfst, was eigentlich auch nicht schöner ist. Also zum Beispiel das, sowas von Gugeta fällt mir auch sehr, sehr gerne von Lukas. Einfach so ein bisschen kleiner, nicht so riesig gehalten. Das ist einfach gemütlicher, finde ich jetzt so. Aber ich wollte eben auch mal was Imposantes bauen, dadurch, dass ich das eher selten mache. Aber ja, gefällt mir eigentlich auch ganz gut, finde ich gelungen. Natürlich mit euren Vorschlägen, da auch wirklich nochmal danke an alle, die mir da Vorschläge geschickt haben. Das ist echt nett. So, oh, ich habe mein Diamanthelm nicht verzaubert. Oh mein Gott. Das ist die geile Spitzhacke. Das ist die geile Spitzhacke. Hier nochmal Stein ohne Ende. Staun habe ich da. So richtig Staun. Zack. Jetzt haben wir wieder Steinziegel. Ah, was ich ja auch noch brauche, wäre Holz. Und das ist doch, einer ist nachgewachsen. Gut, so sieht's aus. Aber ich glaube, inzwischen bin ich gut gerüstet. Ich habe meine Pressebücher gut gerüstet für das Lager. Beziehungsweise im Lager geht's jetzt um 11 los. Wir haben jetzt bald 10 Uhr. Also um 10.30 Uhr fahren wir los. Und dann kommt ja eben noch, habe ich erstmal eine Woche Schule, wo ich so die neue Schule, die neue Klasse kennenlerne. Dann geht's dann auch direkt auf die Klassenfahrt. Wird ganz interessant. Ja, was soll man groß dazu sagen? Wird halt so, wie es wird, ne? Zack. Aber so extrem viel Eichenholz habe ich jetzt auch nicht. Hier baue ich jetzt eine Glaswand hin. Bam. Die Spitzhacke ist schon zügig. Ich finde es irgendwie mit dem Shader, sieht irgendwie verzauberte Sachen nicht so geil aus. Habe ich so das Gefühl. Und zwar soll die Glaswand natürlich mega geil werden. Bauen wir die bis nach oben. Und noch eins weiter nach oben. Das wäre noch eine Möglichkeit. Probiere ich jetzt aber erstmal so aus. Nein, so sieht es schon awesome aus. So sieht es schon mega awesome aus. Können während dem Essen schön in die weite Welt schauen. Wobei ich nehmen muss, hier oben schon auch noch wegmachen. Das geht ja mal nicht. Weil oben drauf kommen wir dann geht's bis zur Decke. Ja, genau. Richtig nice. Das gefällt mir so. Irgendwie bin ich am Morgen so viel Labern nicht gewöhnt. Oh, das war eins zu weit.
Und deswegen tut mir jetzt so ein bisschen die Stimme weh. Weil ich denke, ich werde die noch brauchen fürs Lager. Und dann ist ja auch noch Schule. Fängt ja jetzt leider bei mir an. Viele haben schon. Das merke ich auch bei mir. Ich habe ja einen Multigaming-Clan, bin da ja der Clan-Leader sozusagen und der Owner. Jetzt habe ich Angst, dass ich mich runterbaue. Nein, tue ich nicht. Und ja. Wobei ich muss eigentlich noch eins höher bauen. Egal, ob ich jetzt ein Dach drauf baue oder nicht. Das bedeutet wieder einen Haufen Steinziegel weg. Aber ich mach's. So. So, nur aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Das wäre ein bisschen geschickt. Zack. So. Ich meine, ich könnte hier zwar die Mittelstege auslassen, aber ich mach trotzdem einfach alles, weil... Ich hab doch den Stein, ne? Ich hatte vorher mal das Problem, dass ich zu wenig Stein habe, aber egal. Egal. Hier kommt dann so richtig schön das Dach drauf. Also das kommt dann hier direkt, je nachdem, ob es halt ein Flachdach oder ein Dingensflach wird. Aber hier kommt halt der Boden für die nächste Ebene. Das steht auf jeden Fall mal fest. Also hier oben drauf kommt dann der Boden für die nächste Ebene. Und das hier wird dann die Decke. Ich hoffe, das war jetzt verständlich genug und nicht irgendwo ein Scheiß, den ich gelabert habe. Auf jeden Fall, ja, ich glaube, das Haus wird nice. Ich glaube, das Haus wird richtig awesome. Awesome! Hier habe ich jetzt plötzlich nur noch weniger FPS. Das ist ein bisschen beängstigend. Da ist Lalatro. Oder Latro. Ich habe minus 1162. Das muss mal jemand hinkriegen, das zu toppen. Ich weiß gar nicht, dass man da so viel Minus machen kann. Das muss ich mal umändern. Aber ich habe auch die letzten Tage nicht mehr gevotet. Das muss man dazu sagen. Und nicht mehr so viel gespielt hier auf dem Server. Ich bin einfach real life verrückt. Ich liebe dieses Projekt. Und wobei es die Frage der Zeit ist, bis es einfach keinen Spaß mehr macht, weil wenn man alles hat, ist die Chance groß, dass es irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und ja, davor habe ich so ein kleines bisschen Angst. Aber gut, ist halt so. Ich kann ja, die Decke mache ich ja auch aus den Stone Bricks. Stone Bricks. Lol. Ja. Kann eine gute sein. Ja, wir haben am Spawn ein Jump'n'Run und am Ende bekommt man als Belohnung Creative. Und das Jump'n'Run ist nicht schwierig. Das heißt, man bekommt dann schnell Creative. Wieso nicht? Und das ist halt, dass man halt fliegen kann. Können sich halt freuen. Und abbauen können sie eh nichts. Alles schön gesichert, ne? Davor muss man immer schützen. Wir hatten auch schon etliche Griefer hier, die versucht haben zu griefen. Auch Leute, die versucht haben, den Server so in ein Buch, das heißt glaube ich Book Comments, in ein Buch reinzuschreiben. Hier, klickt mich und dann wird der OP. Ich mache das immer mit, drück schön drauf und dann kommt bei mir keine Berechtigung, weil ich einfach nicht kann. Nein, weil ich Plugin geschrieben habe, dass das verhindert. Verhindert und dann habe ich eben, beziehungsweise ich kann gar keine anderen Leute OP'en. Dazu habe ich einfach keine Rechte. Das kann ich nur von der Konsole aus machen. Guck, das meine ich. Jetzt ist der Rahmen doch voll falsch. Ich meine, ja gut. Auch cool, aber es nervt so ein bisschen. Oh, meine Stimme ist echt. Ich glaube, ich bin jetzt schon eine halbe Stunde toujours am Babbeln. Und das geht dann doch so ein kleines bisschen auf die Stimmbänder. Something to eat. Ich wundere mich eigentlich, dass so früh morgens Leute unterwegs sind, aber na gut. Auch schön. So, die Eisenachse ist dann auch bald am Arsch. Ich glaube, dann mache ich mir einen erst Dias. Gib mir der Dias. Woo! Schon geil. Auf jeden Fall von Real Life bringen. Ich habe mir eigentlich gesagt, dass ich Folgen bringe, aber es ist doch so ein bisschen komisch. Ja, ich glaube, ich bringe doch lieber keine Folge, aber ihr könnt wirklich sehr, sehr gerne mitmachen, weil ich suchte dieses Game so. Kommt dann natürlich auch ein bisschen Startergeld, weil wir alle halt schon viel, viel weiter sind. Ich und der Kanzler, der Leo, wir sind schon extremst weit. Wir waren zusammen im Nether und haben dort dick XP gefahren. Ich bin ja der Farmer, dort habe ich jetzt eine XP-Farm ausgebaut, wo man einfach richtig dick XP farmen kann. Und so, da haben wir auch eben dicke Diamantspitzhacken, dicke Verzauberungen. Da habe ich zweimal Dia-Rüsse gemacht, die dann zusammengefügt. Da habe ich jetzt zum Beispiel, hier habe ich keine Haltbarkeit, da habe ich keine Haltbarkeit. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Schutz, ja, das ist ganz geschickt, Schutz und der Diamant, noch nichts, da bekommt aber auch noch was.
krass. Weil ich ein paar Level mehr habe, merkt man, dass ich die Catch-Zeit nicht so viel gemacht habe. Steinziegel bräuchte ich noch. Wo ich ja wieder... Eben, das ist ganz cool, jetzt sehe ich 466 Schaden hält es noch aus. Beziehungsweise 466 Hits und mit Haltbarkeit 3 steht zwar dasselbe da, 502 von 528, aber wenn du Haltbarkeit 3 hast, hältst 3 Hits aus und geht nur, die Durability geht nur 1 runter. Das ist dann sozusagen, das ist auch mit der Diamantspitzhacke, deswegen, vielleicht habt ihr am Anfang gesehen, ich habe abgebaut, der erste Block und hat man noch keine Veränderung gesehen an den Balken hier. Sah als ganz aus. Und erst wenn du 3 Blöcke abgebaut hast, kommt halt eine Veränderung. Oder ist doch... Ja. So ist das dann ganz geschickt geregelt. Für mich jetzt auch, langsam werde ich zum Minecraft-Bro, weil eigentlich immer so, in der 1.7 habe ich alles gewusst, dann kam die 1.8 und ich habe erstmal gar nichts mehr gewusst. Also von den neuen 1.8 Sachen weiß ich einfach relativ wenig. Habe mich jetzt aber mit dem Pferden im Real-Life-Projekt beschäftigt und da werde ich jetzt noch zum Minecraft 1.8-Bro, bevor die 1.9 rauskommt. Wobei die dann wieder anstrengend für die Serverbesitzer wird, weil alles auf 1.9 updaten, wobei ich glaube, für die Minigames bleibt erst auf 1.8. Also ich werde auf jeden Fall nicht sofort umrüsten, beziehungsweise ich werde mich schon dran setzen und mal gucken, ob ich einen 1.9 Server zustande kriege, auch einfach nur um zu testen, wie ein 1.9 sich so Multiplayer spielt, werde ich auf jeden Fall einen Server bereitstellen. Aber Minigames auf 1.9, da soll mit der 1.9 soll ja das PvP anscheinend nicht so geil sein. Von daher... Ja, lassen wir uns überraschen, würde ich mal sagen. Die Türen sehen scheiße aus, aber es wäre schon geil, wenn ich da Türen hätte. Wenn ich hier so Blöcke hinbaue, dann schlägt man sich wahrscheinlich den Kopf an. Jo, dann kommt man nicht mal mehr durch. Ich würde sagen, ich mache die doch fast noch weg. So. Es wird langsam Nacht. Dann setz mal hier mal ganz kurz ein paar Fackeln hin. Oh, das waren schon mit Fackeln. So viel zu... aufpacken. Ja, jetzt weiß ich es auch. So, meine Uhr sagt 10 Minuten, aber ich habe ja ein bisschen später angefangen, die Zeit zu stoppen. Von daher würde ich sagen, lassen wir den Ofen ein bisschen braten. Die Glötze braten. Wir stellen uns zur Kuh. Hallo, guckst du mich an? Ja, hi. Na, wie geht's dir? Würde ich ja gerne streicheln, aber dann schlage ich dich. Das will ich dann doch irgendwie nicht. Ich würde sagen, die Mobfarben sehr, sehr schön. Der Mond sieht schön aus. So mit der Farbe im Hintergrund so. Das wäre doch ein awesome Screenshot. Nur noch die Kisten raus aus dem Bild. So, das wäre ein cooler Screenshot für ein Shader. Nein, wäre irgendwie nicht. Aber trotzdem. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst doch eine Bewertung da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Vorschläge nehme ich natürlich auch immer gerne an für irgendwas, was ich im Haus noch bauen könnte. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss!